Danny und Sandy, klingelt's da bei Ihnen? Dandy und Sandy, das sind wohl Romeo und Julia der 50er Jahre. Unsterblich geworden durch die Verfilmung des Musical-Klassikers Grease mit John Travolta und Olivia Newton-John. Ein im wahrsten Sinne des Wortes herrlich schön schmieriger Kultstreifen. Nun zu sehen im Linzer Landestheater. LT1 lud gestern Abend zur Vorpremiere. Ja, und da kommt man so richtig schön ins Schunkeln und das Herz, das beginnt zu pochen. Aber das Herz, das ist auch unser Motor. Es gehört gesund ernährt, braucht Training und Freunde. Kindergerechte Informationen rund ums Herz bietet die Aktion Herziguss, eine Initiative des Instituts für Gesundheits- und Sozialkompetenz. Kurz IGUS. Mitmachen erwünscht. Kurze Werbepause und dann geht's gleich weiter mit dem Magazin auf LT1. Der Silberne Bär für die beste Schauspielerin bei der Berlinale 2009 war wohl die schönste Anerkennung für Mini, wie sie seit ihrer Kindheit von Freunden und Bekannten genannt wird. Gestern bei der Verleihung der Kulturmedaille des Landes Oberösterreich erlebte man einen gerührten Schauspielstar. Alle Menschen, die sie auf ihrem Weg prägten, auf einmal zu sehen, war für Birgit Minichmeier das größte Geschenk. Bereits zum dritten Mal veranstaltete die Union Reit- und Fahrverein Mühlviertleralm ein großes Pferdefest. Austragungsort war der Reitpark Stöttner in Schönau im Mühlkreis. Zu sehen gab es spektakuläre Vorführungen mit Reiter und Pferd, aber auch wie vielseitig der Einsatz von Pferd und Kutsche damals einmal war. Ja, das war das Magazin an diesem unglaublich heißen Donnerstag. Ich hoffe, Sie haben ihn irgendwo am See oder im Schwimmbad verbracht. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.